In der heutigen Vorlesung geht es um die Bedeutung des römischen Rechts. Das wollen wir nochmal vertiefen. Wir haben letztes Mal also gesehen, dass eine lange Zeit und lange Entwicklung für die Entwicklung des Privatrechts relevant ist. Jetzt geht es um die beiden Perspektiven, die wir hier schon angedeutet haben. Die wollen wir etwas vertiefen, nämlich die Bedeutung des römischen Rechts für das nationale Recht. Und insoweit sind zunächst nochmal drei Begriffe deutlich zu unterscheiden. Römisches Recht, geltendes Recht und Universalrecht. Mit diesen drei Begriffen möchte ich diese Vorlesung beginnen. Wir haben uns ja letztes Mal versucht, darüber zu verständigen, was unter römischem Recht zu verstehen sein soll. Und hier haben wir gesehen, naja, die Rechtsgeschichte selbst des römischen Rechts ist eine sehr lange und das römische Recht hat im Grunde eine Entwicklung durch. Wenn man aber vom römischen Recht spricht, dann spricht man mehr oder weniger häufig von dem, wie das römische Recht seine Gestalt im Corpus Juris Civilis gefunden hat. Heute würden wir sagen, das Corpus Juris Civilis ist ein Gesetzeswerk, so wie der Codex Hammurabi oder wie das preußische allgemeine Landrecht, ein großes, dickes Denkmal in der Rechtsgeschichte. Und wir haben gesehen, die Frage ist, was machen wir mit diesem Denkmal? Ist es eines, das noch Bedeutung für die Gegenwart hat, oder ist es wirklich ein Meilenstein des antiken Rechts und der antiken Rechtsentwicklung, dann auch noch für das Mittelalter, die Rezeption und in der Neuzeit? Im Grunde ein langsamer Prozess des Vergessens. Dazu haben wir uns letztes Mal ausführlicher besprochen. Insoweit spielen zwei andere Begriffe noch eine Rolle, nämlich geltendes Recht und Universalrecht. Wir haben auf den Begriff des Universalrechts schon hingewiesen, dass das römische Recht seine Bedeutung durchaus darin finden kann, dass das Universalrecht vom römischen Recht geprägt sein kann. Oder es einen Zusammenhang sogar gibt, dass das römische Recht, die römische Rechtsentwicklung hin zu einem Universalrecht gefunden hat. Während geltendes Recht immer das Recht ist, das gerade positiv gilt, das die Gerichte vollziehen, aktuell etwa das geltende Recht des Privatrechts in Deutschland, das Recht des bürgerlichen Gesetzbuches oder in Frankreich des Code Civil oder eben in Italien des Codice Civili und so weiter. Also jeweils das geltende Recht, das aktuelle Anwendung findet. Universalrecht wäre dann etwas, was genau diese Grenzen des geltenden Rechts dahingehend überwindet, zu einem Ergebnis dahin zu kommen, zu sagen, dieses Recht ist völlig unabhängig von den Grenzen einzelner Nationalstaaten. Ja? Aktuell ist es immer noch so, nehmen wir mal solche kosmopolitischen Zusammenschlüsse wie etwa die Europäische Union und das von der Europäischen Union geprägte Recht. Lassen wir das mal kurz beiseite, dass jedenfalls im Wesentlichen die Rechtskompetenz bei den einzelnen Nationalstaaten liegt und die insoweit auch ihr eigenes Recht prägen und das ist das geltende Recht. Ein Universalrecht wäre also das, was grenzenüberschreitend gilt. Und hier ist also die Frage, ob dem römischen Recht eine besondere Bedeutung zukommt bei der Überwindung des geltenden nationalstaatlichen Rechts hin zu einem Universalrecht, das gleichsam für alle Staaten gleichermaßen gilt. Das ist also der Punkt, von dem aus wir nunmehr in die Details gehen wollen. Bei der Frage, ob und inwieweit also das römische Recht in seiner Entwicklung diese Rolle des Universalrechts einnehmen kann. Und eine ganz wesentliche Aussage finden wir etwa bei Leopold Wenger, der sich ja Zeit seines Lebens als Romanist natürlich mit dem römischen Recht beschäftigt hat und hier genau eine entsprechende Aussage getroffen hat, wie wir sie schon bei Hering auch gefunden haben. Das römische Recht, so Wenger, und folglich auch seine Geschichte ist nicht gleichstufig allen anderen Rechten der alten Welt. Es steht als Ars Boni et Equi auf einer durch die Jahrhunderte der Geschichte eroberten, unbestreitbaren und unbestritten ihm eingeräumten Hochebene der menschlichen Rechtskultur und hat seine Schritte getan in die Nähe, ja in den Bereich des überstaatlichen, überzeitlichen,
ja, über weltlichen, göttlichen Naturrechts. Damit sind auch schon die beiden zentralen Begrifflichkeiten genannt, die in der Perspektive einer Universalisierung des Rechts eingeschritten werden können. Man kann einmal den Weg der Rechtsphilosophie beschreiten und über vernunftrechtliche oder Analysen naturrechtlicher Art dahin kommen, dass man sagt, okay, das sind allgemeingültige Grundsätze, die zeit- und raumunabhängig als Recht gelten können. Und wenn man aus der römisch-rechtlichen Perspektive kommt, dann eben sagt man, ja, das ist ein guter Ansatz und ein interessanter Ansatz, aber wir haben tatsächlich eine Rechtsentwicklung, die genau diesen Weg gegangen ist, und das ist eben die Entwicklung des römischen Rechts. Die Entwicklung des römischen Rechts hin zu einer national- und diese nationalstaatlichen Rechte überwindenden Universalrechtsentwicklung ist etwas, was die Bedeutung des römischen Rechts geradezu einmalig sein lässt. Und das ist natürlich der große Konflikt. Der große Konflikt, inwieweit eine universalrechtliche Entwicklung mit der nationalstaatlichen Perspektive in Übereinstimmung zu bringen ist. Und da kommen wir auf einen wesentlichen Streit zu sprechen, der für die Entwicklung des römischen Rechts gerade aus deutscher Perspektive ganz essentiell geworden ist. Nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Entwicklung und der Weg hin zum BGB, zum deutschen bürgerlichen Recht, aus der Asche des römischen Rechts heraus oder eben in Auseinandersetzung mit dem römischen Recht. Und am Anfang dieser Entwicklung stand der sogenannte Kodifikationsstreit. Der Kodifikationsstreit und die beiden Akteure, es gibt mehrere Akteure, aber die beiden wesentlichen Protagonisten dieses Kodifikationsstreites sind Anton Friedrich Justus Thibaut, Professor in Heidelberg seiner Zeit, und Friedrich Karl von Savigny, der Professor in Landshut und dann später an der neu gegründeten Humboldt-Universität. Damals hieß sie noch nicht Humboldt-Universität, sondern eben Friedrich Franz, Friedrich Wilhelms Universität, von dem preußischen König aus Königstein, Königsberg, in seinem Exil sozusagen heraus gegründet, und Wilhelm von Humboldt bekam ja dann die Aufgabe, diese Gründung zu vollführen. Also zwischen Savigny und Thibaut entwickelt sich im Jahre 1814 dieser sogenannte Kodifikationsstreit. Worum ging es in diesem Kodifikationsstreit? Anton Friedrich Justus Thibaut, im Folgenden nur noch Thibaut genannt, ja, Thibaut, hat eine kleine Schrift verfasst, 1814, über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland, 1814. Und die Grundmotivation hierfür war eine doppelte. Die erste Perspektive, die ihn dazu bewog, war die Klage über die bestehende Rechtsunsicherheit, der Rechtszersplitterung in deutschen Landen ganz generell. Und die zweite war, dass es eben ein heimisches nationales Gesetzbuch brauche, so wie auch alle anderen großen Nationen ein einheitliches Recht haben. Und diese starke nationale Gesinnung hatte natürlich ihren Geist in der damaligen Zeit. Interessanterweise eben eine, die wieder weg war von einer universalen Perspektive, die nun aus naturrechtlicher Perspektive geprägt war durch die napoleonische Expansionspolitik, ja, der ganz Europa im Grunde unter die Zeichen von Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit und seine Kaiserkrone gezwungen hat oder zwingen wollte, bis hin dann eben zu seinem Debakel in Russland. Der Russlandfeldzug war sozusagen das Ende vom Ganzen, aber noch nicht 1813 vollständig. 1813 die Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober,
ja, vom 16. bis zum 19. Oktober 1813, die Völkerschlacht. Erstaunlich war, dass Napoleon sich sehr schnell von seinem Debakel in Russland wieder erholt hatte, sich tatsächlich eine neue Armee wieder zusammenstellen konnte und sich wieder den nun irgendwie Morgenluft witternden anderen Nationen, die sich gegen ihn erhoben, entgegenstellen konnte. Der Ausgang ist bekannt, der Völkerschlacht. Napoleon verlor die Schlacht und zog sich weiter zurück nach Paris. War wieder die Idee, sich eine neue Armee zu rekrutieren, überhaupt diese ganze sehr lang andauernden Rückzugsgefechte von Napoleon und dann auch seine Wiederkehr bis hin zu Waterloo, dann eben 1815, war schon ein von Napoleon ganz massiv geprägtes Zeitalter, das am Anfang des 19. Jahrhunderts steht. Und für Deutschland stand nun allerdings alles im Zeichen der Befreiungskriege. Also eine nationale Aufwallung, eine spezielle, die mit den Befreiungskriegen zu tun hatte. Und 3 Monate nach dem Einzug alliierter Truppen in Paris veröffentlichte also Thibault seine Schrift über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Nach dem Vorbild des Code Napoleon, des Code Civil, meinte er eben, eine einheitliche Nation brauche eben auch ein einheitliches Recht. Wir haben das schon gesehen in der letzten Vorlesung mit Blick auf Europa, dass hier auch die Vorstellung einer Zersplitterung der Rechte nicht besonders förderlich für einen einheitlichen Binnenmarkt ist und auch die Vorstellung, dass Europa ein Ganzes ist, sondern eine Rechtseinheit sei eben notwendig. In gewisser Weise ist also der Vorstoß von Thibault einer, den wir heute ansiedeln würden, eben bei Cohen und Zimmermann und anderen, die eben sagen, aus dem römischen Recht heraus könne man eben ein europäisches einheitliches Recht generieren oder überhaupt die Vorstellung einer Rechtsvereinheitlichung und damit eben auch eine politische Einigung erzielen. Insoweit schreibt Thibault im Jahre 1838, also mit Rückblick 24 Jahre später, auf diesen sich dann entwickelnden Streit. Ob das nun so ein intensiver Streit gewesen ist oder nicht, darauf werden wir noch kurz eingehen. Wichtig ist erstmal hier der Konflikt, der aufgezeigt werden muss, zwischen der Vorstellung eines Universalrechts und eben dem nationalen Überschwang. Das ist hier also zunächst, wenn wir die deutsche Perspektive einnehmen, am Anfang eine nationale Emotionalität gab, die aus den Befreiungskriegen heraus ein einheitliches heimisches Nationalgesetzbuch forderte. Also Thibault schreibt im Archiv für die zivilistische Praxis im Band 21, 1838, im Jahre 1814, als ich viele deutsche Soldaten, welche auf Paris marschieren wollten, mit frohen Hoffnungen im Quartier hatte, war mein Geist sehr bewegt. Viele Freunde meines Vaterlands lebten und webten damals mit mir in dem Gedanken an die Möglichkeit einer gründlichen Verbesserung unseres rechtlichen Zustandes. Und so schrieb ich höchstens nur in 14 Tagen recht aus der vollen Wärme meines Herzens eine kleine Schrift über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland, worin ich zu zeigen suchte, unser positives Recht, namentlich das Justinianische, sei weder materiell noch formell unseren jetzigen Völkern anpassend und den Deutschen könne nichts heilsamer sein als ein durch Benutzung der Kräfte der gebildetsten Rechtsgelehrten verfasstes bürgerliches Recht für ganz Deutschland, wobei aber doch jedes Land für das Wenige, was seine Lokalität erfordere, eben seine Eigenheiten behalten möge. Also hier ganz klar eine Kritik am römischen Recht und ein Plädoyer für ein eigenes nationales Gesetzbuch. Schauen wir uns das nach dem historischen Kontext, den wir hier hatten, also der Marsch auf Paris, der Winterfeldzug, der erforderlich wurde, nachdem Napoleon das Angebot Metternichs abgelehnt hatte, zu kapitulieren, und er hätte eben entsprechende Besitzansprüche
haben können. Man wollte Frieden mit dem französischen Volk. Man hätte wahrscheinlich sogar Napoleon als Kaiser der Franzosen weiter im Amt gelassen. Niemand hatte Lust auf einen Winterfeldzug, aber in Anbetracht der Schnelligkeit, mit der es Napoleon immer gelungen war, Truppen zu rekrutieren, sah man sich gezwungen, etwas zu tun, was man sonst überhaupt nicht gerne macht aus militärischer Perspektive, nämlich einen Winterfeldzug. Man marschierte also auf Paris und dann 1814 wurde Paris besetzt und mit den bekannten Konsequenzen der Absetzung Napoleons und so weiter. Schauen wir uns die Karte an, dann sehen wir, dass in dieser Zeit es die großen Nationen gab, schon das Vereinigte Königreich, das Kaiserreich Frankreich, Spanien, Portugal, Russland und so weiter. Nur Deutschland war immer noch in einer Form zersplittert, dass eben auch eine Einheitlichkeit nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern eben auch das Recht geradezu unmöglich macht. In all diesen verschiedenen partikularen Herzogtümern, Grafschaften und so weiter bestanden ganz unterschiedliche eigene Rechte, Maße zum Teil und so weiter. Das ist aus dem Geschichtsunterricht hinreichend bekannt. Aber es ist natürlich ein Grund, der für Thibaut maßgeblich war und im Grunde einen Gedanken aufgegriffen hat, der schon länger im Raum stand, nämlich eine Rechtsvereinheitlichung in Deutschland zu schaffen. Und das war eben mit den Befreiungskriegen und der nationalen Empathie, die sich hieraus ergeben hatte, die Idee durchaus mit verknüpft. Auch hierzu noch ein kurzes Zitat, um die Rechtszersplitterung, wie sie Thibaut kritisiert, den Ausdruck der damaligen Zeit durchaus gewesen ist, deutlich zu machen: Nirgends in Deutschland sei den an jede Gesetzgebung zu stellenden zwei Anforderungen, nämlich formeller und materieller Vollkommenheit, überhaupt nur ansatzweise genügt. Formelle und materielle Vollkommenheit meint eben formell, dass das Recht gleichermaßen immer angewendet wird. Das bedeutet also ein Rechtssatz, der auch bei allen Sachverhalten immer gleichermaßen angewendet wird, ist eben bei einer Rechtszersplitterung nicht der Fall. Und wir kommen gleich noch drauf, insbesondere auch das römische Recht konnte diese als gemeines Recht Rechtseinheit nicht leisten, einfach wegen der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des römischen Rechts im Corpus Juris Civilis und über die Jahrhunderte, die es dann in den Kommentaren und in den Glossen und so weiter gefunden hat, eine absolute Zersplitterung. Das also in formeller Hinsicht das Recht, dass es gleichmäßig angewendet wird, und in materieller Hinsicht heißt also inhaltlich, wenn ich also gar nicht weiß, was ist eigentlich der Inhalt des Rechts. Viele widersprüchliche Regelungen existieren und insbesondere natürlich, wenn man die Landesgrenzen verlässt, gilt sofort wieder ein anderes Recht. Also absolut ungenügend dieser Zustand. Unser ganzes einheimisches Recht sei ein endloser Wust einander widerstreitender, vernichtender, buntscheckiger Bestimmungen, ganz dazu geartet, die Deutschen voneinander zu trennen und den Richtern und Anwälten die gründliche Kenntnis des Rechts unmöglich zu machen. Dazu komme seine Unvollständigkeit, so dass meist auf das rezipierte römische und kanonische Recht zurückgegriffen werden müsse. Im römischen Recht, dessen Größe und Bedeutung für die juristische Schulung anzuerkennen sei, hätten wir aber ein Gesetzbuch, dessen authentischer Text nicht vorhanden ist, den wir nicht besitzen und dessen zahlreiche Lesarten zu einer Unsicherheit des Rechtszustands führten. Vor allem aber fehle uns wegen der Verschiedenheit der römischen und deutschen Rechtsanschauung der Schlüssel zu der ganzen Kompilation. Ein deutsches Nationalgesetzbuch werde in wissenschaftlicher Beziehung die Übersicht über das ganze Recht gewähren und im akademischen Unterricht die Darstellung des praktischen Rechts ermöglichen. Es werde aber auch das Glück der Bürger begründen, für deren Verkehr die örtlichen Kollisionen der Gesetze eine Plage sei und die Einheit der Zivilgesetze eine Notwendigkeit bilde. Eine gute Gesetzgebung sei freilich das Schwerste unter allen Geschäften und nicht von Einzelstaaten oder Einzelnen, vielmehr nur durch das Zusammenwirken der namhaftesten Kräfte zu erreichen und so weiter und so weiter. Ich will noch auf den einen Punkt, den er hier anspricht,
kurz eingehen, nämlich das sogenannte Glück der Bürger, für deren Verkehr die örtliche Kollision der Gesetze eine Plage sei. Also wenn wir uns die Grenzen anschauen, und das ist im Grunde das, was heute immer noch ein Problem ist im internationalen Rechtsverkehr. Es gibt eine spezielle Materie, die nennt sich eben internationales Privatrecht oder früher eben Kollisionsrecht. Wie ist es denn, wenn ein grenzüberschreitender Verkehr stattfindet, also der Kaufmann aus Preußen mit einem Kaufmann in Mecklenburg-Vorpommern ein Geschäft tätigt, welches Recht gilt denn nun? Das Recht Mecklenburg Schwerins-Vorpommern, das gab es ja noch nicht zu der Zeit, Entschuldigung, also nicht Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg generell, Mecklenburg-Schwerin oder Mecklenburg-Strelitz, die beiden Herzogtümer, Mecklenburg schon als Großherzogtum, dann. Also welches Recht soll da gelten? Das preußische oder eben das mecklenburgische und so weiter? Oder eben ein Geschäft zwischen Preußen und Sachsen? Welches Recht gilt da? Heute wäre die gleiche Frage im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Kaufleuten aus Deutschland und Frankreich oder zwischen einem spanischen Kaufmann und einem italienischen und so weiter. Also welches Recht soll gelten? Grundsätzlich können die Parteien das natürlich vereinbaren, Besitzstand, Rechtsstandvereinbarungen tätigen. Aber das war im Grunde dieses Kollisionsrecht zu der Zeit noch in den Kinderschuhen. Auch hier ist im Grunde dann die Person, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, nämlich Friedrich Karl von Savigny, derjenige, der den Grundstein zum Kollisionsrecht auch gelegt hat in seinem System des heutigen römischen Rechts im achten Band, ist im Grunde die Grundlage des heutigen Kollisionsrechts gelegt. Aber das ist eine Spezialmaterie, auf die ich nicht reingehen will. Ich will nur deutlich machen, vor welche Probleme tatsächlich das Recht und die Anwendung des Rechts zu der Zeit standen und damit den legitimen Anspruch, von dem Thibaut ausging, deutlich machen. Über den legitimen Anspruch, den Thibaut erhob, war im Grunde auch nicht so großer Zweifel. Ich komme auf einen kleinen Zweifel zurück. Gleichwohl gab es nun den großen Kontrahenten, der bis heute als der große Kontrahent von Thibaut gilt, nämlich Friedrich Karl von Savigny, der mit seiner Schrift vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft die sogenannte Gegenschrift verfasst hat. Nun muss man dazu eine kurze Einschränkung machen. Im Kern war das, was er nun mit dieser Schrift vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft verfasste, eine methodische oder methodologische Grundschrift, die er schon viel früher in Gedanken abgefasst hat und gedanklich formuliert hatte. Der Anlass, nämlich 1814, die Schrift von Thibaut allerdings nötigte ihn, seine methodologische Grundschrift etwas umzuformulieren und gleichsam als eine Antwortschrift auf Thibaut zu verfassen. Was war Kern seiner Grundannahmen und methodologischen Überlegungen? Ich habe im Meister.ip auch einen Aufsatz hochgeladen über Savigny. Da wird das besonders deutlich herausgestrichen zu seinem Todesjahr 2011. Die Frage, was ist von Savigny noch übrig geblieben? Und im Kern gilt Savigny als einer der ganz großen Lehrer der Rechtswissenschaft und eben der Beruf unserer Zeit als seine wissenschaftliche Grundschrift. Was ist also der Grundansatz, der dort niedergelegt ist? Das ist die Grundschrift für die sogenannte historische Rechtsschule. Die historische Rechtsschule, die davon ausgeht, dass positives Recht eben nicht willkürlich durch den Gesetzgeber geschaffen wird, durch reinen Machtspruch. Also die Vorstellung, die insbesondere im 16., 17. und 18. Jahrhundert sich entwickelt hat, dass der Mensch sich nur hinsetzen braucht durch Anwendung seines Verstandes dann in der Lage sein wird, die Gesetze für den Menschen zu erkennen. Die braucht er dann nur niederzuschreiben und gleichsam ein tolles Gesetzbuch verfassen. Er kritisiert das sogenannte Vernunft- und Naturrechtsdenken der Generationen vor ihm und in gewisser Weise also
er beschwört die Beschränktheit des menschlichen Verstandes in einer Form, wie sie auch schon bei Justinian im Vorwort zu seinem Corpus Juris Civilis steht, nämlich ingeni mortalis, also die Beschränktheit des menschlichen Verstandes. So eine Entschuldigungsschrift schon von Justinian im Vorwort zum Corpus Juris Civilis, dass es alles eben nur mangelhaftes Werk sein kann. Das zweifelt er eben an, dass wir Menschen in der Lage sind, nur durch den Gebrauch unserer Vernunft vernünftige Gesetze zu kreieren. Aus seiner Sicht entsteht das positive Recht vor allem aus der Geschichte heraus. Und hier wird denn von ihm auch ein Begriff geprägt, der bis heute häufig auch polemisch und kritisch gegen ihn gewandt wird, nämlich der Begriff des Volksgeistes, aus dem sogenannten Volksgeist heraus. Der Gesetzgeber kann, wenn er gut ist, erspüren, was sozusagen der Volksgeist will, was also die Normen in der Gesellschaft des Volkes sind. Und wenn er ein guter Gesetzgeber ist, dann liest er sozusagen aus dem Volksgeist heraus die Normen ab und schafft sie dann in Gesetzen, macht sie sozusagen sichtbar. Und das sei die Aufgabe vor allem der Rechtswissenschaft, den Gesetzgeber hierin zu unterstützen, dass die Rechtswissenschaft eben die Aufgabe hat, die Normen, die in einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit existieren, sichtbar zu machen, sie herauszuführen, die Prinzipien und die Normen, die dort relevant sind. Die Entstehung des positiven Rechts ist also kein Akt der Vernunft und der Willkür, wenn man also sagen könnte, jeder sei dazu in der Lage, wenn er sich nur genug anstrengt, sondern in Anlehnung an Montesquieu, zum Geist der Gesetze, sagt er, man müsse den Geist, wie er später dann in die Gesetze hineingelegt wird, zunächst aus dem Volk und aus der Zeit, aus der Geschichte herauslesen. Letzter Punkt zum Begriff des Volksgeistes. Wir werden in der Rechtsphilosophie noch darauf kommen. Man kann die Theorie, die dahinter steckt, belächeln. Man kann aber auch sagen, okay, das geltende Recht hat immer sehr viel mit dem Zeitgeist zu tun. Wenn man also Volksgeist mit einem moderneren Begriff, etwa mit dem Zeitgeist, mit dem politischen Zeitgeist kombinieren, dann wissen wir, was Savigny eigentlich meint. Nämlich dem Zeitgeist, der zu allen in allen Epochen unterschiedlich gewesen ist. Und insoweit auch dieser Zeitgeist mal ein qualifizierter sein kann, mal hochstehend ist und mal nicht so hochstehend ist. Und für ihn ist es nun das Besondere am römischen Recht, dass das römische Recht zu einer Zeit sich entwickelte, als also der Zeitgeist ein starkes Gespür für Recht und Sitte hatte, ausgeprägtes Gespür für Recht und Sitte, insbesondere eben die Klassik des römischen Rechts. Und alles das, was dort eben entwickelt wurde, ist Recht auf einer extrem hohen Stufe des Durchdringens und Denkens über Recht. Und deswegen steht für ihn das römische Recht an oberster Stelle, wenn man sich mit Recht überhaupt beschäftigen will. Für ihn gibt es kein Grund, sich mit Partikularrechten, dem preußischen allgemeinen Landrecht, so intensiv zu beschäftigen, auch wenn er in seiner Schrift über die neuen Kodifikationen durchaus was Positives über das preußische allgemeine Landrecht sagt. Aber für ihn ist gleichwohl immer noch die bedeutendste und materiell, das heißt inhaltlich höchststehende Norm in der Zeit des römischen Rechts kreiert worden. Und deswegen ist für ihn das römische Recht unerreicht. Und alles, was man tun kann, ist, möglichst den Schatz des römischen Rechts wieder zu heben. Und hier merkt man schon den radikalen Unterschied zu dem, was Thibaut sagt. Während Thibaut eben auf dem Standpunkt steht, na ja, die Besten könnten sich eben schnell mal zusammensetzen und innerhalb von 3-4 Jahren könnten die ein tolles nationales Gesetzbuch kreieren. Hier steht Savigny auf einem radikal anderen Standpunkt. Er sagt ganz klar, der aktuelle Beruf zur Gesetzgebung, also hier im originären Sinne von dem Begriff des Berufes her,
sind wir berufen, ein solches Gesetzbuch zu schaffen? Sagt er, nein, wir sind überhaupt nicht in der Lage. Der große Schatz des römischen Rechts liegt noch völlig brach und ist in den vergangenen Jahrhunderten extrem überlagert worden von Geistlosigkeiten und Kommentaren, die teilweise vom römischen Recht deutlich weggeführt haben, das römische Recht in seiner Originalität vollständig verschüttet haben und so weiter. Und hier wird eben deutlich, dass es eigentlich, was er in seiner Berufsschrift verfasst, sein eigenes Arbeitsprogramm vorstellt. Nämlich als junger Wissenschaftler hat er 1804 eine kleine Schrift zur Methodenlehre verfasst und darin stand eben, dass Rechtswissenschaft aus zwei wesentlichen Aspekten besteht. Erstens Geschichte und zweitens Philosophie. Und beides ergänzt sich und beides spielt eine Rolle. Philosophie ist wichtig, um das System und die Prinzipien des Rechts herauszuspüren. Und die Geschichte ist wichtig in doppelter Hinsicht. Erstens, weil man die Entwicklung des Rechts in der Geschichte nachvollziehen kann, vom Niederen zum Höheren idealerweise. Oder eben auch, so wie er es in seiner Berufsschrift deutlich macht, durchaus zuweilen eben auch zum Schlechteren. Und dann gilt es, ist die ganze Arbeit der Wissenschaft vor allem das Gute vom Schlechten zu trennen, also gleichsam die Aschenputtelarbeit zu tätigen, die Spreu vom Weizen, das Positive bewahren und das Negative zu beseitigen und damit das Reine, das Gute wieder zum Vorschein zu bringen. Am Ende macht er auch deutlich, wenn diese Arbeit geleistet ist, dann könne man das römische Recht der Geschichte überantworten. Und dann hätte man, wenn man sozusagen wie bei einer Frucht, wenn man die stachelige Schale beseitigt hat, wie bei einer Kastanie, wenn man erstmal nur die außenstachelige Haut beiseite schafft, einen wunderbaren Kern, wenn man den geschaffen hat, dann würde das eben auch für eine nationale Kodifikation sinnvoll sein und damit etwas bringen, was bleibend ist. Und das wäre in der Tat der Gedanke, der allen Naturrechtlern, Vernunftrechtlern oder Universalrechtlern zu eigen ist, gleichsam ein Idealrecht zu schaffen. Ein Recht zu schaffen, das für alle Fragen, die in der Gesellschaft an Konflikten auftreten können, die ideale Lösung immer bereitstellen. Und für Savigny war also die Idee, im Kern liegen alle wesentlichen Antworten bereits im römischen Recht. Man müsse diesen Schatz eben nur heben. Und deswegen sei die Aufgabe zunächst eine historische, zurück zu den Quellen. Das römische Recht müsse also geläutert werden von den Überlagerungen der späteren Jahrhunderte. Man will also zurück zu den Originalquellen und dann später eine Sammlung könne man, wenn man die Quellen alle fein gesichtet hat, zu einer systematischen Arbeit kommen. Und er selber hat das bravourös eben auch vorgeführt. Sein erstes Monumentalwerk ist im Grunde die Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter. Er versucht hier eben zu zeigen, wie sich das römische Recht durch die Rechtsgelehrten weiterentwickelt oder eben nicht weiterentwickelt, zum Guten oder zum Schlechten. Das ist im Grunde eine Bestandsaufnahme, was mit dem römischen Recht von den entsprechenden Rechtsgelehrten des Mittelalters und der späteren Zeit, was damit passierte. Und sein zweites unvollendetes großes Werk ist dann eben das System des heutigen römischen Rechts, wo er diese geläuterten Rechtsquellen des römischen Rechts systematisch verarbeitet, um ein System des heutigen geltenden Rechts zu entwerfen. Und damit eine Zusammenschau, ich komme hier auf den Untertitel der Vorlesung zu sprechen, das geltende Recht zu einem Universalrecht zu machen oder aus der Analyse des Universalrechts das geltende Recht zu schaffen. Ja, das ist im Grunde ein extrem ambitioniertes Programm gewesen, das er sich von Anfang an gestellt hatte. Und hier kam ihm nun natürlich die nationale Bewegung und Thibault mit seiner Vorstellung, man müsse jetzt schnell mal eine nationale Kodifikation schaffen, entgegen. Und insoweit ist das,
was sich nun entspannen mit Befürwortern und Gegnern, mit denjenigen, die sich auf die Seite von Savigny und denjenigen, die sich auf die Seite von Thibaut schlugen. Der sogenannte Kodifikationsschneid 1814, den man in allen Rechtsgeschichtslehrbüchern finden kann. Was interessiert uns das? Vor allem, weil der Kern des Streits tatsächlich eine doppelte Bedeutung hat. Nämlich einerseits geht es um die Frage der Bedeutung der Rechtswissenschaft. Welche Rolle spielt die Rechtswissenschaft mit Blick auf das geltende Recht? Und hier finden wir tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze bei Savigny und Thibaut, während Thibaut eben der Meinung ist, die wesentliche Aufgabe des Rechtswissenschaftlers sei es eine Kodifikation zu schaffen. Steht Savigny einer Kodifikation durchaus kritisch gegenüber, weil er sieht, dass eine Kodifikation immer eine Revolution ist, die einen Abschluss bildet, die im Grunde die geschichtliche Betrachtung des Rechts verhindert. Jede Kodifikation ist in gewisser Weise ein Neubeginn des Rechts, ja, und deswegen ist er aus der Perspektive der historischen Rechtsschule durchaus ein Kritiker einer Kodifikation, aber nicht ein entschiedener Gegner. Er sagt eben nur, so eine Kodifikation müsse eben gut vorbereitet werden. Denn wenn sie schon zu einem Abschnitt führt, der jede Betrachtung des Vergangenen beiseite lässt, dann müsse diese Kodifikation eben was Besonderes sein. Es muss also wirklich eine gelungene, brillante Kodifikation sein. Das Recht, das da gefunden ist und dort als Gesetz der Öffentlichkeit präsentiert werde, müsse dann eben gleichsam der Inbegriff der Weisheit vom Recht sein. Wir können eben sagen, also die Gerechtigkeit per se in sich aufnehmen, damit eben diese Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit, zwischen dem, was Recht ist und was Recht sein soll, gar nicht mehr aufkommt. Denn wenn die Rechtswissenschaft ihr Bestes gibt, dann kann am Ende eben nur diese Annäherung bestehen zwischen dem geltenden Recht und der Emanation der Gerechtigkeitsidee schlechthin. Das ist also die eine Seite, nämlich die Bedeutung und die Aufgabe der Rechtswissenschaft und die Frage, was ist das mit der Kodifikation? Kann man die schnell machen oder eben nicht so schnell? Und der zweite Kern des Streits geht eben um die Bedeutung des römischen Rechts. Wie wir bei Thibaut eben schon im Anklang gehört haben, war Thibaut, obwohl er auch einen Lehrstuhl für römisches Recht innehatte, durchaus sehr kritisch im Umgang mit dem römischen Recht. Und zwar aus der Praktikerperspektive, dass das geltende römische Recht oder so, wie es aktuell in Deutschland zu der Zeit praktiziert wurde, ein ausgesprochen vielfältiges und zur Rechtsunsicherheit inspirierendes Recht sei. Also etwas sei, das absolut überwunden werden müsse. Das ehrt Thibaut, ja, dass er als Romanist sagt, das römische Recht, so wie es aktuell existiert, ist nicht eben wirklich der Inbegriff des Tollen und Schönen und des Gerechten, sondern es führt zu viel Streit. Während Savigny das durchaus einräumt, aber eben sagt, das liegt einfach daran, dass diese merkwürdigen Überlagerungen da sind und wir den wahren Schatz des römischen Rechts eben noch nicht gehoben haben. Damit steht eigentlich zur Debatte, schließen wir das ab, lassen das römische Recht sein, oder, und das ist der Ansatz von Savigny, beginnen wir die eigentliche Arbeit jetzt erst, nämlich 1814, jetzt mit der Perspektive, eine nationalstaatliche Kodifikation zu schaffen. Ja, mit einem Anspruch auf Vollständigkeit und inhaltliche Brillanz, oder geben wir das eben auf. Und das hieße eben tatsächlich auch, den ganzen Schatz des römischen Rechts aufzugeben, wie das eben schon die anderen Naturrechtskodifikationen, der Code Civil, das preußische allgemeine Landrecht und so weiter, auch getan haben. Eine Beschäftigung mit dem römischen Recht wurde damit natürlich überflüssig, sondern Juristen beschäftigen sich dann nur noch mit dem geltenden Recht, mit dem, was eben aktuell der Gesetzgeber den Rechtsgelehrten und den Rechtspraktikern an die Hand gibt und sagt, das ist Recht und das soll an den entsprechenden Rechtsnormen, an den entsprechenden Gerichten eben auch Anwendung finden.